Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses Gerät von der Firma Braun, ein neuer Rasierer von der Serie 8, also ziemlich an dem obersten Level. Es gibt glaube ich noch Serie 9 und dann hat sie es glaube ich auch schon von den elektrischen Rasierern und noch Serie 5 und so weiter und Serie 3, aber Serie 8 ist dann schon eher die gehobenere Klasse. Und da gibt es dann auch noch zig Unterversionen. In diesem Fall ist es der, Momentchen, hier steht es, 8370cc in Silber mit der Clean and Charge Ausführung. Das bedeutet, ihr habt dann eine Ladestation und auch eine Reinigungsstation integriert. Die Geräte gibt es dann mit anderer Bezeichnung dann oftmals auch ohne diese Ladestation und ohne diese Reinigungsstation, weil das Geschmackssache eben ist, wie man sein Gerät reinigt und auflädt. Von daher gibt es da immer verschiedene Versionen. Ihr seht auch schon hier, das Gerät hat zwei Scherköpfe und ein so ein Mittelteil. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau nennt. Ich habe es mir mal irgendwo aufgeschrieben. Protective Skin Guard nennt sich das Ding auf Neudeutsch. Wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein Schutz sein. Also 3 plus 1 Head steht jetzt hier. Es hat auch einen Trimmer natürlich integriert und eine Sonic-Technologie. Also das ganze Ding vibriert. Ich glaube 30.000 Cut-Actions pro Minute hat er. Und es ist eben ein Nass- und Trockenrasierer. Genau, made in Germany ist das gute Ding gemacht. Hier steht es nochmal, 30.000 Schwingungen, alles hier auf Englisch gehalten, fällt mir gerade so auf. Lithium-Ionen-Akku ist da verbaut, sollte also durchhalten, 60 Minuten Shaving Time, also 60 Minuten kann man eben rasieren und 5 Minuten Quick Charge. Also man kann natürlich länger auch rasieren, aber für 60 Minuten schafft man dann mit 5 Minuten Aufladezeit. So verstehe ich das jetzt hier. Bart Density Adjustment, also der regelt dann selber, je nach dichten Bartbewuchs, wie er rasiert. Und 32-Bit Prozessor, also schon ein halber Computer eingebaut angeblich. Und 8 Directional Skin Adaption, also der passt sich eben der Kopf der Haut eben an. Genau, hier sieht man dann nochmal den genauen Aufbau. Zweimal Optifoil, einmal Specialized Trimmer und einmal Protective Skin Guard. Das ist dann eins von diesen hier. Und er ist halt auch hundertprozentig wasserdicht. Eben diesen Präzisionstrimmer haben wir dabei. Und er hat auch ein Display, wie weit dann der Akkustand ist und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Genau, und so sieht es dann in der Reinigungsstation aus. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder viel zu viel gesprochen. Ich würde sagen, jetzt packen wir das Ding einfach raus und schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das ist hier bei Braun manchmal immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich muss das hier aufmachen. Und dann sollte es auch schon rausgehen. Dann müssen wir auf die Seite auch noch. Und haben wir die Klappe offen und tada, geht zuerst mal die Anleitung. Die ist brauntypisch in schwarz-weiß gehalten, da ist es egal, obwohl ein bisschen rot ist auch noch mit dabei. Hier ist dann eben noch mal aufgebaut, wie der Kopf da drauf kommt, wie genau hier die ganzen Anzeigen zu verstehen sind. Und wie das dann eben auch gereinigt wird, das ist auch immer ganz wichtig, kann ich jetzt natürlich nicht alles vorlesen, aber es geht auf jeden Fall gleich mal mit Deutsch los, muss man nicht lange suchen und man sollte sich das auf jeden Fall vorher mal durchlesen, also schon allein wegen der Pflege, ich meine, ist ja kein günstiges Gerät und schon allein wegen der Pflege sollte man sich das dann wirklich in aller Ruhe mal durchlesen. So. Dann haben wir hier schon mal ein Pinselchen, der lag irgendwie schon ganz oben. Das ist natürlich dann für die trockene Weise zu reinigen. Dann haben wir hier
ein Stecker, Netzteil, den braucht man natürlich auch. Man kann das Gerät, soweit ich weiß, natürlich auch jetzt direkt am Stecker aufladen und braucht gar nicht unbedingt das Ladegerät, also so war es bisher. Dann haben wir hier, das ist diese Reinigungsflüssigkeit, Clean and Renew, 170 Milliliter sind da drin und die gibt es natürlich auch zum Nachkaufen. Die wird dann mit der Zeit eben etwas dunkler von dem ganzen Dreck, was da in dem Rasierer eben drin ist, wo gereinigt wird, und ist dann eben auszutauschen. Aber ich glaube, da gibt es dann auch eine Warnmeldung, wenn das der Fall sein soll. Das ist das Gerät. Machen wir erstmal da hier weiter. So. Das ist jetzt die Ladestation. Da sieht man schon, man soll es nicht nass reinstellen, sondern man soll den trocken reinstellen. So verstehe ich das. Oder man soll ihn nicht laufend reinstellen. Verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Wie gesagt, man sollte das erstmal alles durchlesen. Aber da ist noch mal was dabei. Was bedeutet das? Ach, nicht mit nass Rasierschaum soll man den da reinstellen. Den soll man vorher abwaschen. So ist es. Und dann erstmal trocken laufen lassen und dann in die Reinigungsstation reinstellen. So verstehe ich das. Genau. Und beim Rasieren soll man den nicht eingesteckt lassen. Das ist mir jetzt auch neu. Aber okay. Man lernt ja nie aus. Und dann haben wir hier das gute Stück. Schön in einer Box drin. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Was hier natürlich jetzt nicht dabei ist, ist ein Fläschchen Öl. Das ist eben bei den Geräten dabei, die hier keine so Flüssigkeit haben, weil in der Flüssigkeit ist auch gleich der Schmierstoff mit drin. Ja. Also solltet ihr jemand sein, der auch öfters auf Reisen ist oder so, kann man sich vielleicht noch ein Fläschchen Öl dazu besorgen. Muss man aber vielleicht gar nicht. So, und hier ist dann der Rasierer selber. Jo, der sieht natürlich schon sehr stylisch aus, muss man sagen. Mit diesem Silberton. Weiß nicht, ist das Kunststoff hier oder Metall? Ich denke mal, das ist Kunststoff. Und hier hinten ist er dann komplett gummiert, dass er schön in der Hand liegt. Hier kann man den Trümmer hochlassen, da ist extra so eine Taste. Dann habt ihr den Trümmer für die Koteletten und die Konturen. Da, die zwei Kontakte sind dann später für die Ladestation. Da habt ihr die Gegenkontakte hier. Das Gerät wird dann so reingesteckt. Dann kommen die Kontakte genau da drauf. Dann haben wir hier An- und Ausschalter. Da liegt es dann auf der Hand. Und hier könnt ihr auch schon sehen, wie sich der Kopf schön bewegt und oben, wie er auch beweglich ist. Also wenn das jetzt der Bart wäre, dann könnte man da schön überall passend fahren. Es gibt dann auch noch irgendwo eine Locking-Funktion, wo man das ganze Ding eben locken kann, dass sich das eben dann nicht mehr so bewegt, weil es gibt ja auch manchmal Situationen beim Rasieren, da sollte das gerade bleiben. Ist es das? Ah ja, das ist das, genau, hier. Und dann kann man den entweder noch so einstellen, aber er schwingt jetzt nicht mehr mit, da muss man dann eben drücken. Finde ich auch gut. Und so schwingt er dann wieder mit. Und ich kann den ja mal anmachen. Nein! Der Akku ist komplett leer. Habe ich mir fast gedacht. Also, man sollte das ja auch nicht. Ich mache mal einen kurzen Break. Lade den auf, kurz an der Steckdose. Und dann melde ich mich wieder. Nochmal, weil ich gerade ja dabei bin, den aufzuladen. Ich habe jetzt die Ladestation kurz hier eingesteckt.
Wie gesagt, der Rasierer wird hier nur so eingelegt. Und dann beginnt er auch schon zu laden. Ihr seht hier oben die Ladebalken. Und hier steht dann eben, dass die Kassette noch nicht eingelegt ist. Die hätte man natürlich noch vorher einlegen können. Jetzt ist sie halt nicht drin, aber es funktioniert natürlich trotzdem, das Aufladen. Also ihr braucht da nicht unbedingt die Kassette drin, die Reinigungskassette. Und jetzt lasse ich ihn mal kurz aufladen. Mich wundert jetzt bloß, er hat schon hier 3 Striche. Normalerweise hätte es doch dann angehen müssen. Soll ich es nochmal probieren? Probier es jetzt einfach nochmal. Komisch. Vielleicht war das einfach bloß eine Initialzündung, den einmal kurz hinzuhängen. Also, ich mache den jetzt nochmal an. Und das ist so die Lautstärke. Beim Rasieren. Sehr smooth. Also da mag man gar nichts. Und ist auch wieder Ausgleich. So, dann habt ihr den mal gehört. Und wie gesagt, das ist dann eben die Locking-Position. Machen wir einfach hier oben nochmal den kurz ab. So sieht das Innenleben dann hier aus. Ganz schön viel Zeugs, also da sollte hoffentlich nichts kaputt gehen. Ich hoffe, dass die auch eine Weile halten, dieser Kopf hier oben, den sollte man dann auch mit der Zeit mal austauschen, aber ich hoffe, der hält dann eine Weile erstmal. Jo. Und ihr seht, 4 Striche. Warum der jetzt vorher nicht angegangen ist, es gibt ja wahrscheinlich auch hier irgendwie, seht ihr, wenn man lange drauf drückt, dann ist er gesperrt und vielleicht war das eben so. Das ist nämlich der Schutz, wenn man ihn auf Reisen nimmt, dass man den nicht anmachen kann. Seht ihr? Aber normal wäre dann eben diese LED hier unten angegangen. Ist egal, jetzt ist schon so, jetzt habt ihr es gesehen und ich lade den jetzt noch heute auf. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Unboxing und dem kurzen Vorstellen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ist auf jeden Fall ein Top-Rasierer auf den ersten Blick. Wie er rasiert, weiß ich natürlich jetzt noch nicht, aber bisher habe ich da noch keine Enttäuschung erlebt von Braun, muss ich sagen. Ich habe auch einen Langhaarschneider von Braun und mehrere Rasierer schon gehabt und bisher alle top gewesen. Jo. Link packe ich euch unten rein. Daumen nach oben würde mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.